Alle Reifen schmeißen Schlamm. Oh, Pingu. Der war knapp. Oh wei, oh wei. Warum fällt dir der Baum auf einmal um? Danke, Pingu. Alles gut. Oh, jetzt sind wir rechts rumgefahren, ne? Hier rechts ist mein Ziel. Das heißt, du musst gerade halt. Du kannst hier nicht durch den Schlamm. Geht nicht. Warte mal, ich will erstmal erkunden, was für ein Auto da hinten steht. Lieber okay, einmal auf, um den See rumfahren wahrscheinlich. Nee, ich mach mein Auto aus und hol ein anderes Auto noch hinterher. Okay. Geh mal kurz hoch zu dem anderen Landbrot-Dinger. Ja, wohl. Wie es immer Ratsch macht, wenn er schellt. Ja, der Fleetstar ist halt tatsächlich für die Michigan Map noch ganz gut und so. Aber auch Alaska schon ist der Fleetstar nicht mehr ganz so cool. Nicht mehr so stark. Aber ich bin Level 5 oder 6. Du musst mal in der Werkstatt gucken. Bist du gerade, oder? Nee. Ich bin gerade mit meinem Scout unterwegs. Oh Gott. Der Scouter zieht auch überall durch, du. Wow. Also sonst hättest du mal gucken können, was für ein Level du brauchst für den Arzog. Kannst du mir bitte Geld überweisen, schön? Mietchen? 5.100 Euro, bitte. Kommt aber zurück mit Zinsen. 10% pro Woche. Okay. Don't see the problem. Der Scout ist mega cool, den finde ich, den feiere ich. Auch abseits von Michigan und so. Der ist echt geil. Den 39er Schlappen drauf und dem Getriebe. Der Motor ist hinüber, ey, den muss man auch erstmal wieder reparieren hier. Boing. Uff. Puh. Ja gut. Wie sieht's bei dir drüben aus? Ich hol grad meinen Scout, um den kleinen Minitruck da rauszuziehen. Beziehungsweise kann ich ihn damit reparieren mit dem Auto hier und dann ziehe ich mit dem großen Truck raus. Bin ich mal gespannt, ob das überhaupt klappt bei dir, ey. Also ich glaube nicht, dass der Scout genügend Power hat, um den rauszuziehen. Aber probier's. Ja, wenn der wieder läuft, dann hilft er mir ja vielleicht dabei. Ich geh mal zurück zur Werkstatt. Jawohl. Ich den vielleicht hier. Ah, ne, komm, ich repariere den. Sonst dauert das ewig, wenn ich den jetzt rüberziehen möchte. Oh, es geht eigentlich nicht so arg weit. Michigan. Also, Shorty hat eigentlich ziemlich frisch angefangen, tatsächlich.
Der hat in Michigan ein bisschen was. Oh, guck mal, hier ist auch ein Truck. Ey, Junge, hier ist ein Truck. 40. Ein Truck? Ein Truck? Ich versuche mal den Truck gleich zu scouten. Okay. Oh Gott. Ey, diese Brücke hier ist so abenteuerlich, aber ist mega nice. Tatsächlich habe ich früher mit Freige schon mal SnowRunner, ich glaube, die Beta gespielt oder so. Habe es mir dann, weil Pingu es gespielt hat, wiedergeholt. Das war so süchtig tun. Jetzt mag ich es eigentlich richtig gut, ja. Richtig, richtig gut oder schlecht, was ich hier gerade mache? Fuck. Bist du umgekippt? Nee. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so lange noch so bleibt. Bei solchen Brücken, wo du gerade nicht drüber kämpfst, frage ich mich, warum reparieren sie die blöde Brücke nicht einfach? Ist schon okay, so wie ist. Du bist mutig. Es wäre so cool, wenn du hier so eine Third Person noch hättest, wo du aussteigen musst und dann die Leine selber anbringen musst und so. First Person meinte ich. Oh mein Gott. Schafft? Oh, ja, ich bin aber gerade abgerutscht am Ende noch. Uff, zum Glück sind wir nicht gekippt. Junge, 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 Junge. Risky. Das hört sich nach einem vollen Erfolg an eigentlich. So, ich guck mir mal gerade den Offroad-Truck dort oben an. Ich hab nur noch 112 Liter auch. Jetzt soll ich erstmal zurückfahren. Du kannst auftanken. Bei mir auch tanken, ne? Hehe. Ach komm, ich hab noch genügend Sprit. Okay, du bist oben näher dran als bei mir. Ja, ja, ich bin kurz vor der Werkstatt. Das ist nicht das Problem. Ach, das soll ein Waldweg hier sein, oder was? Tatsächlich. Schlammiger Weg. Wer hat hier denn den Truck dort in den
Schlamm gefahren, ey. Meine Güte. Immer diese unfähigen Menschen. Ja. Als ob uns sowas passieren würde jemals. Niemals. Ich habe ihn noch nie festgefahren. Hast du jetzt eine Mission entdeckt? Nee, das warst du. Ja, aber ich. Ja, aber hast du es gerade bekommen? Ja. Okay. Alexander, der hiesige Erfinder, wollte seinen Wagen mit einigen einfachen Modifikationen schneller und effizienter machen. Bei der Testfahrt ist er von der Straße abgekommen und hat den Motor überhitzt. Könntest du mal... Na klar, Motor überhitzt, logisch. Blick drauf werfen. Die Frage ist... Gefährlicher Wasserstand. Der ist vollkommen im Eimer. Der Wagen. Aber das ist ein Offroad-Truck, den du vielleicht freigeschaltet hast dann. Mal gucken. Kämpfe ich hier auch durch den Teich. Dauert ein bisschen länger, aber es geht vorwärts. Moin Jonas. So. Dann fahre ich mal entspannt zurück zur Werkstatt und hole mir meine... Das ist ein Lader, den man hier rausbekommt. Ist das? Das ist auch ein Lader. Tatsächlich überall. Hä? Weil wo es dunkel ist, auf der Karte können noch Missionen oder sowas sein. Müssen wir mal alles abfahren. Irgendwann. So, holen wir meinen Lader hier raus, gell? Boah, boy. Don 71. Repariert hast du ihn schon, oder wie? Naja, noch nicht ganz, aber fast. Ich ziehe jetzt einfach aus dem Tümpel hier raus und gut ist. Der ist gar nicht so sprithungrig, der Azov, wie ich dachte eigentlich. Da gibt's andere, die kosten deutlich mehr Sprit. Man merkt aber auch direkt, dass er keine hohe Endgeschwindigkeit hat. Einfach nur Power unten raus. Wenn er halt, er kommt halt überall an, aber nicht schnell, meinst du? Ja. Aber ist ja so, du kannst in dem Gelände sowieso nicht schnell fahren. Genau. Dafür hast du in Michigan dann halt die Ami-Karren, die ein bisschen flotter unterwegs sind.
Die Wackelpuppe. Rette das Landbrot. Ich denke, ich würde... Ich weiß es nicht. Was man dahinter vermuten würde. Ey, der Erzopf liegt echt stabil, Mann. Das ist so cool. Während andere Trucks so schnell schon umgekippt werden. Aber das mit dem Scout funktioniert, meine Idee, ne? Der hat genügend Power zum Rausziehen? Ja. Okay. Krass. Das Gute ist Nacht. Tat. Alles andere als schnell, aber... Eklig. Ich saß gerade irgendwie auf einem Hügel auf, vielleicht. Hä? Was hat denn er jetzt für Probleme auf einmal? Dass er hier nicht weiterkommt. Komisch. So. Repariert. Und jetzt? Ist dir mal aufgefallen, dass wenn du durch Wasser fährst, dass das Wasser dann so regenbogenfarben schillert nach einer Zeit? Wegen dem Öl? Ja. Das kann sein. Also vorhin habe ich einen rausgezogen, da war dann Öl oder so, Ölspuren zu sehen, ja. Sieht voll hübsch aus. Hier, warte mal kurz. Ich muss den da reinschieben, glaube ich. Oder reinziehen. Ich habe ihn zu weit rausgezogen, ich Idiot. So, Achtung. Oh, warte mal, ich muss ihn noch voll tanken. Hast du Sprit dabei? Nicht mit dem Truck, den ich hier gerade habe. Sprit, 330 Liter. Das geht doch. Hast du einen Tankanhänger dabei? Ich kann zweimal fahren, Moment. Warum kann ich denn? Ah, jetzt. Ist kein Problem. Komm ich gleich wieder. Moment, mal gucken. Nachtanken. Mit 5 Liter Sprit komme ich aber nicht weiter, Leute. Hä? Liter sollten eigentlich, oder? Ah, komm mal 30. Halt.
30 Liter reichen. Um zurückzukommen. Boah, der Untergrund hier. Echt schlimm, Mann. Hinten bist du, krass. Ja, ja, ich bin schon direkt bei der Werkstatt. Und da ist nochmal ein neuer Truck aufgetaucht, nämlich den ich gerade rausziehe. Den du auch freischalten kannst. Das soll ein ganz guter Offroad-Truck sein anscheinend. Mhm. Mal gucken, wenn du den freigeschaltet hast. Muss mal schauen, ob du genügend Geld hast, um den zu kaufen. Uff. Junge, 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 Junge. Doch, doch, der Sprit reicht ganz gut. Müsste reichen. Manchmal muss man echt vorsichtig über diese Betonplatten fahren oder generell über irgendwelche Dinge drüber, weil du dir direkt die Reifen zerschießt und die Federung zerstört wird. Hm, das ist ein bisschen buggy, ne? Ja, manchmal irgendwie die Kollisionsabfrage ist ein bisschen komisch. So. So mies, wenn diese Straßen zur einen oder anderen Seite runterhängen einfach. Hm. Boah, diese komischen Löcher, die sich unter dem Schlamm versch... Wo man einsinkt und dann plötzlich super quer steht. Ja. Schief. Das ist mega sketchy. Richtig gefährlich. Hm. Boah, das ist so heftig, dieser Schlamm hier.
voll eingegraben jetzt. Okay. Hast du was bekommen? Ja, cool. Neuer Truck entdeckt auch? Ja. Nice. Tiger. Tiger 6463. Oh, du bist ja auch da. Hörst du mich hupen? Ja. Siehst du gerade den Truck hinterher? Ja, ich habe keinen Bock, mal zurückzufahren und den zu reparieren. Ich ziehe den einfach bis zur Werkstatt. So, das hier ist jetzt so ein Offroad-Truck, den ich hier gerade geborgen habe. Mal gucken, was der so kann. Das muss ich auch über die Brücke hier hinten. Du kannst vielleicht auch rechts durchs Wasser, einfach durchs Flussbett so. Boah, der braucht Schlammreifen oder sowas. Der muss jetzt erstmal hier irgendwie wegkommen. Das Auto, was ich gerade ganz gemacht habe, mache ich jetzt gerade wieder kaputt. Welche Mission ist das, die du gerade machst? Die heißt... Abgetaucht. Abgetaucht. So. Oh. Du musst ihn doch aber eigentlich nur reparieren, oder? Ja. Und gar nicht mitnehmen. Nee, aber wenn ich ihn zur Werkstatt schaffe, ist er automatisch repariert. Aber ist das nicht so, also bei dem Truck, den ich gerade hier hatte, war es so, dass der in einen bestimmten Bereich rein musste, einen gestrichelten. Heißt das nicht, dass du ihn jetzt umsonst, jojo. War da ein gestrichelter Bereich? Weiß ich nicht, hab ich nicht drauf geachtet. Ich häng irgendwo drauf fest, ah. Oh. Vielleicht kann der auch erst abgeschlossen werden, wenn ich ihn halt aktiviere, den Auftrag so. Ich glaube, da war auch irgendwas. Das heißt, den müsste man jetzt, während er aktiviert ist, nochmal reparieren und volltanken. Du hast noch Reparaturzeug oder nicht? Nee, ich bin leer. Okay. Oh Mann, ey, der Truck, der braucht definitiv bessere Reifen. Keine Ahnung, was der hat. Aber es reicht nicht aus, um hier durch den Schlamm zu kommen, ohne Winde. Erstmal alle Bäume fällen hier. Verständlich. Ja, jetzt ist hier wieder so eine Wurzel wahrscheinlich irgendwo, die einen blockt. Ja, ja, ja. Bist du einfach durchs Wasser gefahren, oder? Nö, ich bin über die Brücke gefahren tatsächlich einfach. Ohne zu köppen? Ja. Oha. Irgendwie ging das recht fix. Ah, die Hupe von deinem Auto. Das hier ist der Offroad-Truck. Yes. Komm schon. So.
So, Tiger. Was kann der denn? Der hat schon einen besseren Motor. Ein Latz. Modifiziert. Gibt auch eine erhöhte Federung, aber die muss man erstmal finden. Leider. Hast du das Auto gesehen, was ich hinten dran hab? Nee, noch nicht, noch nicht. Er hatte halt einfach. Uff. Was für krasse Reifen, Mann. Also ganz gut, ja. Ja, okay, der hat halt fette, breite Reifen. Muss ich gleich mal gucken. Der hat 41er Schnellstraßenreifen drauf gerade. Welcher Idiot fährt mit Schnellstraßenreifen ins Gelände hier? Ist so. Nee, Mann. Nutzloses Pack. Und da muss man so wieder rausziehen. Kofferaufbauservice. Schau ich mal, ob der was kann. Bist du schon da? Mhm. Wieso kann ich den doch nicht reparieren? Böse aus. Aus irgendeinem Grund kann ich den nicht reparieren. Wahrscheinlich hätte ich den einfach vor Ort reparieren müssen. Dann ziehe ich halt wieder hin. Kannst du mal gucken, ob du ihn reparieren kannst? Ja, Moment. Alter. Guck mal. Ach, jetzt ist schon wieder dunkel, ey. So ein Gelaber. Hier hinter dir, warte. Komm mal. Boah, Schlappen. Oh, ein Tiger. Das ist ein dicker Klunker. Kannst du den schon kaufen? Hast du mal geguckt eben? Ich guck mal. Ich repariere den mal gerade. Und tanke ihn nach. Oh! Ja, du konntest das, siehst du? Hast du bekommen? Ja. Nice. Also, nee. Also, weiß ich nicht. Ich hab die Musik gehört. Was? Geld oder sowas? Vermutlich. Vermutlich. So, also wenn du jetzt auf Truck Shop gehst und dann oben bei, ich glaube, das müsste Offroad sein, da gibt es einmal den Azov 64131, den zweiten, den habe ich gerade die ganze Zeit benutzt. Kostet 93.000 halt. Truck Shop. Schwer, Offroad. Ich habe den Azov, den kann ich... Welchen kannst du kaufen? Den Azov kann ich kaufen. Welchen? Da gibt es mehrere. Azov 64131. Den kannst du? Okay, nice. Den Tiger kann ich auch kaufen. Tiger ist günstiger sogar. Aber der kann ich mir nicht leisten, sind zu teuer. Alle. Beides? Scheiße. Alle, ja. Wie viele anderen Trucks hast du? Hast du nur den Fleetstar oder was? Hm. Weil man kann theoretisch auch den Fleetstar davon ticken, ne? Und mit dem Azov weitermachen hier. Ich wollte gerade gucken, ich kann den Kahn kaufen. Lol, sieht der süß aus. Wer ist denn der Kahn? LO4F. Das ist ein Scout.
Den Jar kann ich kaufen, den Tatarin kann ich... Nee, kann ich nicht. Ach, der LO4F ist auch der, den ich rausziehen sollte oben, ja. Ja. Vielleicht hat Twitch wieder Probleme, Jonas, wenn du ständig connecten musst wieder. Hat ja manchmal Schluck auf. Krieg ich den für meinen Fleetstar? Für den Fleetstar würde ich... Ich könnte meine... Ja, ich könnte die beiden hier verkaufen. Warte mal, verkaufe ich den hier. Und den hier. Aber ich 105.000 und dann kann ich hier wen kaufen? Zurück. Truck Shop. Also der Arzoff ist halt einfach mega nice. Den Tiger oder den Arzoff? Welchen von den beiden hole ich mir? Ich gucke jetzt mal gerade beim Tiger, wie der sich schlägt. Mit den Schlammreifen. Der ist schneller als der Arzoff. Er hat ein besseres Leistungsgewicht, steht ja auch. Der Arzoff ist haltbarer. Aber der... kennst du den Voron? Nee. Der Voron hat das beste Leistungsgewicht von den ganzen dreien. Muss man noch. Kann man den schon kaufen oder muss man den erst freischalten? Den kann ich kaufen. Aber davon habe ich gar nichts. Boah, da kann man 50er Schlappen draufziehen. S ist immer besser, Suchter. S ist das Beste. Wo fahre ich hin? Also bis jetzt schlägt sich der Tiger eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich werde auch den Tiger holen. Ist günstiger als der Arzoff. Ich habe halt noch keinen von den Getriebe, keinen von dem Motor. Nichts von den Reifen. Hallo. Keine Winde. Unangenehm. Unangenehm. Clickworks, ich danke dir für dein Follow. Moin. Ich glaube, so sollte das nicht sein. Aber es klappt trotzdem. Für den Arzt habe ich noch weniger. Irgendwie sieht mein Truck aus wie ein Schulbus so ein bisschen. Das ist der Tiger-Schulbus. Wo die Kinder grün und blau dann an der Schule ankommen, weil sie so hin und her schleudert. Stehe. Als hätten sie sich geprügelt. Kannst halt nicht sagen, ob sie sich wirklich geprügelt haben oder der Bus einfach komisch gefahren ist. Ich überlege immer noch gerade, was ich hier kaufen tue. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal sein und überlege mir das den nächsten Tag, wenn wir zusammen spielen, hoffentlich. Jojo! Ich würde nämlich dann. Ja, Alter, das letzte Mal hast du gesagt 1 Uhr, jetzt ist 1.46 Uhr einfach. Ist schlimm. Zeit, wie sie verrennt einfach nur. Aber du bist noch drin gerade, ne? Ich bin noch drin, ja. Ich wollte nur ganz kurz was gucken wegen dem Truck hier. Die Mission, das war Rette das Landbrot, ne? Genau. Mhm. Ich muss den nur zum Hangar liefern. Aber ich kann den auch zum Hangar transportieren und dann abgeben. Nächstes Mal, wenn du da bist. Das geht auch.
Mir ist das egal. Oh, das ist jetzt natürlich unangenehm. Ich glaube, ich mache jetzt gerade seinen Motor kaputt. Wenn ich ihn hier wieder durchziehe. Wasser beschädigt den Truck. Das passiert. Ist ja nicht das erste Mal jetzt, ne? Genau. Ich habe meinen auch kaputt gemacht, als ich ihn hierher gezogen habe. Also auf den, aber... den ich... Also repariert. Frankreich bekommt einen Schützenpanzer. War von da? Coole neue Maps gibt's auch. Oh, japanischer Radpanzer. Auf 3, 7, 3. Ich bin das gespannt. Alle solche Stufen, auf denen ich noch gar nicht aktiv richtig bin, außer bei den Deutschen. So, ich bin jetzt auf der Hauptstraße da. Zwei Minuten, dann habe ich den. Dann gebe ich den noch kurz ab. Okay. Den KNLO4F. Das ist halt das Dumme auch, dass du die Fahrzeuge nicht bekommst, so, weil manchmal bekommst du halt Fahrzeuge gestellt, wie jetzt der Tiger, und das ja. Sind halt, ist halt super viel Geld, was, ne, man spart. Aber das ist nicht so schlimm, das macht ja Spaß. Theoretisch müsstest du dann auf Michigan halt selber nochmal spielen, oder man müsste bei dir in Michigan nochmal von vorne anfangen, oder auch hier nochmal alles von vorne machen. Das ist das einzige Manko im Multiplayer bei dem Spiel, leider, meiner Meinung nach. Das haben sie gemacht, um zu verhindern, dieses Quick-Ding, ne? Bestimmt schnell durchspaden, alles. Naja, aber man macht ja trotzdem alles zusammen und die Arbeit, ja, dass es dann halt einfach nichts bringt, so für den einen, der das auf seinem Spielstand nicht hat, ne? Der muss jetzt zum Hangar nach vorne. Ach so, ich ziehe den die ganze Zeit, ohne dass der überhaupt Sprit hat. Warte mal kurz. Lustig. Halt. Hätte die ganze Zeit mithelfen können. Wäre das ein bisschen besser gegangen hier. Leerer Tank? Hat doch 20 Liter reingeballert gerade bei dem, als ob der 20 Liter auf 10 Meter geschluckt hat, der Kleine. Bestimmt bei den kaputt gemacht hat. So. Yay! Ja, nice. Ich habe auch nochmal Geld bekommen. Uiuiui, welches Level hast du jetzt eigentlich?
10. Boah, ist ja schon mal nicht so wenig. Ich hab 3 Level gemacht mit dir schon. Oder 4? Ne, 4 Level. Achso, wahrscheinlich war der Tank einfach Schrott. Ja, dann ist es ausgelaufen, das ist gut möglich, Alex. Dann, ich bedanke mich fürs Mitnehmen. Ja, das war wieder eine sehr unterhaltsame Runde. Ja, und vor allem eine lange Runde. Eine sehr lange, lange Runde, ja. Aber ich du hast 30 Stunden heute durchgemacht, da. Ja. 10 Minuten noch, dann bist du bei 20 Stunden glatt. Ja, big off. Big off. Na gut, ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Nacht, ne? Danke dir, Mann. Schlaf schön. Ebenfalls, ebenfalls. Und bis die Tage und viel Spaß morgen bei deinem Turnier. Dankeschön, bis dann. Mach's gut, ciao. Ciao. So, Leute. Wir hüpfen hier raus und beenden SnowRunner an dieser Stelle. Wir beenden, ja. Jo, da haben wir noch ganz schön ordentlich lange SnowRunner jetzt gedaddelt, tatsächlich. War gar nicht geplant, dass wir das so lange machen. Aber die Zeit rennt, ne? Wenn man halt so seine Aufgabe übernimmt. Und verfolgt. Oder wenn man mal irgendwelche Faxen macht und das dann einfach lange dauert, bis man sich da wieder auszieht. Ihr wisst schon, ne? Okay. Cool. Dann würde ich an der Stelle tatsächlich den Stream auch beenden und morgen weitermachen. Morgen aber dann wahrscheinlich wieder erst 13 Uhr. 12, 13 Uhr. 12 war eigentlich geplant, aber jetzt haben wir schon wieder viel zu lang gemacht eigentlich. Wahrscheinlich 13 Uhr. Also Leute, ist auch besser fürs Mittagessen. Ich wünsche euch allen da draußen, ich sage erstmal Dankeschön fürs Dabeisein und Einschalten und Folgen, Leute. Zum Beispiel. Und subben und resubben. Und supporten. Das Hosten und Raiden. Und cheeren. Und ihr wisst Bescheid. Und Dankeschön fürs Aufpassen. An meine Mods natürlich auch nochmal an der Stelle. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft schön. Wir sehen uns dann die Tage. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Thank you.